Ja, liebe Videofreunde, es schüttet aus Kannen. Aus Kannen! Und wir haben entschieden, wir verlassen den Campingplatz Kido hier auf der Insel Brack. Und wir verlassen auch die Insel Brack leider. Es ist einfach zu das Wetter. Wirklich, es ist grauenhaft. Und jetzt haben wir überlegt, wir fahren wieder, weil es soll auch morgen noch regnerisch bleiben. Und dann eventuell ab Mittwoch und... Da haben wir gesagt, nee, dann fahren wir, nehmen wir die Tage, jetzt die Regentage und fahren schon mal in Richtung Norden. Michael kommt rein. Ha, heute hat es so geschüttet, dass man die Tür offen gelassen hat. Wir haben die Tür früh ein bisschen aufgelassen, haben auch gar nicht dran gedacht zum Lüften. Da waren die Seitenfächer alle voller Wasser. Grüße die.
Hallo liebe Videofreunde, was macht man an so einem Tag wie diesen? Nicht viel. Ja, ich habe heute Videos bearbeitet und Daten überspielt und wie das immer so ist, macht ja auch alles ein bisschen Arbeit. Das habe ich dann heute genutzt, den Tag. Michael hat sich hinten zu Werke gemacht, weil das Fenster, das Rollo ging wieder nicht. Man musste auch wieder ein bisschen basteln. Und dann haben wir uns halt noch ein bisschen ausgeruht. Man konnte noch nicht mal mit dem Hund heute Gassi gehen. Es hat so geschüttet, 3 Meter raus vor die Tür und man war pitschepatsche nass. Es gab viel Tee, heute haben wir sehr gesund gelebt. Und ja, ansonsten, jetzt strecke ich so ein bisschen das Essen hier, weil wir morgen noch einen Tag verlängern wollen, ja, damit wir den schönen Platz noch ein bisschen genießen können. Morgen soll das Wetter besser werden. Und jetzt gibt es noch Reste essen von gestern und ich strecke das jetzt einfach ein bisschen mit Gemüse und ja, dann wird heute nicht mehr allzu viel passieren. Ich musste halt vorhin nur so lachen, als nachmittags dann langsam dieser Regen aufhörte. Dann hast du so es Rumpeln und Pumpeln gehört überall in den Wohnmobilen, eine Tür nach der anderen ging auf und jeder guckte mal raus und streckte den Kopf raus und hat geschaut, na, kann man mal einen Fuß rauswagen. Auf einmal liefen auch alle mit ihren Hunden hier entlang, erstmal alle Hundegassi geführt. Ja, und dann erweckte so langsam dieser Wohnmobilplatz hier oder der Campingplatz so aus seinem Schlafe und alle wurden so ein bisschen wach. Das war richtig niedlich gewesen heute. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen essen machen und dann war es das für heute. Muss auch mal sein, so ein Tag. Ja, im Übrigen zu diesem Platz sei noch gesagt, es gibt ja hier leider kein Lokal, wo man irgendwie was essen gehen kann und auch in der näheren Umgebung gibt es kein Lokal. Deswegen muss man sich hier selbst versorgen, das wollte ich noch dazu sagen. Und wenn man hierher fährt, sollte man dann auf jeden Fall ein bisschen was im Kühlschrank haben sozusagen.